Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnison. Und zwar haben wir hier ein paar große Kisten mit Bergungsgut. Insgesamt 20 Stück wollen wir jetzt aufmachen. Und dazu bin ich mit meinem Chami schon in der Hordengarnison. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch und ja, drückt mir die Daumen. Ich brauche hier nämlich noch den Wellensprechergürtel. Ja, vom Schamanen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob der drin ist. Die erste Kiste geht schon mal schlecht los. Haben wir leider nichts drin. Dann haben wir jetzt die Wellensprecher-Tunika. Okay. Die hatte ich schon. Zumindest schon mal das erste Gear-Item. Oh, da haben wir sie direkt nochmal rausbekommen. Zweimal hintereinander. Okay, weird. Und ein Rüstungsverstärkungs-Item war auch noch dabei. Das ist eher unten der Stuff für die Follower, ne? Für die Missionen hier in der Garni. Ja, ich weiß nicht, die bringen so zumindest ein bisschen was. Kann ich meine Follower quasi aufrüsten. Aber im Endeffekt laufe ich mit denen eigentlich nur noch, um halt diese Kisten zu farmen. Also unbedingt brauchen natürlich die Dinger jetzt auch nicht. Aber gut, besser als gar nichts, ne? So, die Hälfte haben wir durch. Schaut aktuell eher schlecht aus. Nochmal ein bisschen Ressourcen, ein paar Rüstungsverbesserungsteile. Nochmal ein Rüstungsverbesserungs-Item. Also von den Zeugen kann ich mir zuschmeißen. Ein paar Gear-Items wären noch nicht schlecht. Komm, rück deinen Gürtel raus. Ne, zwei Dinge haben wir noch. Uff, okay. Das war leider mal wieder nichts. Also beim Schamanen habe ich kein Glück. Jetzt habe ich ja die letzten paar Male schon einige Schamanen-Items aufgemacht. Aber bis jetzt leider nichts rausgezogen. Schade. Naja, gut, was soll's. Muss ich wieder ein paar Kisten farmen, ne? Und dann gucken wir mal, sobald ich wieder ein paar mehr habe, dass wir die in ein oder anderen aufmachen können. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.